Hallo ihr Lieben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es mir ging, als ich dieses Video erstellt habe. So viele Emotionen bei den Rückblicken. Was war das für eine aufregende Zeit, als ich vor 10 Jahren mein erstes Video hier auf YouTube hochgeladen habe. Ich habe für euch aus jedem Jahr ein Video rausgesucht, das mir was Besonderes bedeutet oder mir besonders gefallen hat. Das Video soll ein kleines Dankeschön sein für eure Treue und euer Sein. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ohne euch gäbe es dieses Video heute nicht. Aber lasst uns jetzt gemeinsam eine Zeitreise ins Jahr 2014 machen. Hi Leute, heute geht es mal um eine Sache, die man nicht so gerne hört. Misshandlungen. Es geht aber auch noch um was anderes, und zwar darum, dass ich jetzt öfter schon gehört habe oder auch gelesen habe, dass Leute mich anschreiben oder mit mir oder mich anrufen, sagen, ich habe mich erst gar nicht getraut, dich anzurufen oder dich anzuschreiben, weil Hexen sind so unnahbar. 2014, mein erstes Video. Ich war mega aufgeregt. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich so ein schwieriges, ja, emotionales Video machen soll. Misshandlung und Angst vor Hexen war schon nicht ganz so einfach. Wenn ich mich rückblickend so sehe, dann tue ich mir fast schon selber leid. Damals habe ich von meinen Kunden so oft gehört, wie unnahbar wir Hexen sind. Und das wollte ich einfach nie sein. Ich wollte offen sein für die Sorgen und Probleme meiner Kunden. Naja, und mit dem Video damals wollte ich das alles so zum Ausdruck bringen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie oft ich das Video immer wieder von vorne angefangen habe. 14 Mal, bis es endlich gepasst hat. Ja, und ich kann euch sagen, dieses Video war Klappe die siebte. Ja, 2015, ein kleines Stonehenge. Es war mein Stonehenge. So schön und voller Energie. Ach, ihr Lieben, ich habe diesen Ort geliebt. Er liegt übrigens auf der Strecke von Bad Kötzting in Richtung Kirchrodt. Ich war schon ewig nicht mehr dort, weil ich ja umgezogen bin und ja, auf jeden Fall ein toller Energieplatz. Aber beim Ansehen von dem Video musste ich schon lachen. Vor lauter Aufregung damals habe ich nämlich ständig mit meinem Popo hin und her gewackelt. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Naja, egal. Übersehen wir das bitte. Auf jeden Fall, in den kleinen Höhlen konnte ich Energien von Naturwesen wahrnehmen. Und in so manchen Situationen habe ich so ein leises Kichern gehört. Ich habe mich in die Höhle reingesetzt und dann kam so ein Seufzen so. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem ganz besonderen Ritual, nämlich das Vollmondritual am kommenden Montag, also morgen. Und ich habe natürlich einen Platz gewählt in freier Natur. Weiter geht's mit 2016, ein Vollmondritual, das ich für euch natürlich in freier Natur vorgestellt habe. Ich liebe Vollmondrituale, aber das wisst ihr ja schon. Die sind einfach immer besonders. Das Video ist übrigens das einzige, was ich tags gedreht habe. Alle anderen auf meinem Kanal wurden tatsächlich in den Vollmondnächten gedreht. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin bei der Vollmondin immer aufgedreht.
als ob ich Hummeln im Hintern hätte und kann nicht schlafen. Ich habe Energie ohne Ende. Ja, für meine Arbeit ist es natürlich super, ne? Aber schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wie es euch so geht bei Vollmond. Könnt ihr da gut schlafen? Also bei Ritualen in den Vollmondnächten, also speziell im Wald, habe ich schon so viel Tolles erlebt. Eine Situation hat mich lange fasziniert. Ein wunderschöner Vollmond, der durch die Baumkronen nach unten scheint. Es war kurz vor Mitternacht und ich wollte das Ritual gerade beenden und schaue so nach oben. Und dann habe ich gesehen, wie viele Orbs von den Baumkronen runterkamen. Es hat so ausgeschaut, als ob sie im Kreis über mir schweben und mir Gesellschaft leisten wollten. Das sah so unglaublich Hammer aus. Und das Gefühl in dem Moment ist unbeschreiblich gewesen. Gänsehaut pur. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu meinem Beltane-Video. Und zwar die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai ist Beltane. 2017 Beltane, für mich immer ein sehr emotionales Fest. Ich bitte immer meine Ahnen zu mir ans Lagerfeuer, um mit mir zusammen zu feiern. Ein Fest des Lichts, der Reinigung, der Fruchtbarkeit und der Liebe. 2017 war für mich ein besonderes Jahr. Ich habe neue Wege eingeschlagen. Und die Liebe zu mir selbst wiedergefunden. Es war für mich wie eine heilsame Transformation. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich und möchte euch heute gleich zum Thema Liebe zwei tolle Rituale vorstellen. Eins davon ist für Vollmond gedacht, und zwar, wie könnt ihr euch euren Talisman machen, wie aktiviert ihr ihn? Der sieht dann so aus. 2018, Talismane und Liebeszauber, mein Spezialgebiet. Ja, Talismane erstellen ist übrigens eine große Leidenschaft von mir. Egal welcher Art und zu welchem Thema, ich liebe es. Mein Ex-Mann hat immer gesagt, ich bastle. Aber für mich war es immer Glück erschaffen. Wenn ich weiche Fäden um meine Sigille binde, und meine Zaubersprüche dazu flüster, dann bin ich in meiner eigenen magischen Welt. Ich binde das Glück für Kunden, die es brauchen und wertschätzen. Ja, und Liebeszauber, Liebesmagie oder Partnerzusammenführung, vollkommen egal, wie man es nennen mag, ist wunderschön. Die Rituale verbreiten immer Liebe, Sinnlichkeit und unglaublich viel Glück in meinem Ritualzimmer. Wenn ich die Kerzen anzünde, bin ich eine vollkommen andere Wesenheit. Ich fühle nicht mehr meinen Körper, sondern nur noch pure Energie. Schwer zu beschreiben, aber es ist, als ob ich eins mit all den Gefühlen und Emotionen des ganz großen Ganzen wäre, verbunden mit dem Universum, der geistigen Welt und der Göttin. Hört sich irgendwie komisch an, ich weiß, aber ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal und wie versprochen gibt es heute verschiedene Sachen. Heute möchte ich ganz gerne kurz mit euch über die Fragen sprechen, die mir immer wieder gestellt werden zum Thema Liebesmagie oder Partnerzusammenführung. Aber auch möchte ich euch ganz gerne natürlich ein Ritual vorstellen, das ihr selber machen könnt. Und mit einer kleinen Beilage dazu noch. Und das kommt aber erst nachher. Erst gehe ich auf die Fragen ein. 2019. Eure Fragen und Antworten, das fand ich immer so spannend. Ja, ich habe auch schon lange nicht mehr
in dieser Richtung Videos gedreht. Schade eigentlich. Ich bekomme immer so viele Fragen zu verschiedenen Ritualen und Situationen, die gerade nicht so schön sind. Oft ist mein E-Mail-Konto überfüllt und ich komme mit dem Antworten nicht nach. An der Stelle bitte verzeiht, wenn es manchmal etwas länger dauert, bis ihr Antworten bekommt. Manchmal sind auch lustige Sachen dabei, wie heißt dein Lippenstift oder kannst du dich mal vor der Kamera schminken? ganz lustig fand ich auch, warum darf ich nicht fremdgehen? Oder kannst du machen, dass ich mit vielen Frauen zusammenleben und XXX haben kann? Also das Wort darf ich jetzt hier nicht so aussprechen, wäre jetzt nicht jugendfrei, aber ihr versteht schon. Also ihr seht, diese Frage-Antwort-Videos waren und sind zum Teil schon lustig und die meisten sehr emotional. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch herzlich bei mir auf dem Kanal und freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir was Besonderes ausgedacht und zwar werden wir ein Gotteskästchen machen. 2020, das Götterkästchen, ach war das schön. Das Hexenstüberl braucht Erneuerung und sollte mit der modernen Zeit gehen, meinte mein Sohn damals. Also mit viel Mühe. Greenscreen, ich glaube, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich konnte es nie aussprechen. Hintergründe gemacht und losgelegt. Hätte ich damals ohne ihn nie geschafft. Ich habe keine Ahnung von solchen Dingen. Bin was soll ich sagen, bin eine Hexe und kein Profi in Ton und Technik. Nachdem einige dieser besonderen Videos abgedreht waren, habe ich dann doch wieder zu meinen normalen Videos gewechselt. Ich finde, egal ob modern oder nicht, ich will euch teilhaben lassen an meinem Wald-, See- oder Hausritualen. Naja, auf jeden Fall zurück zum Götterkästchen. Wirklich, Leute, es funktioniert super und ihr solltet es unbedingt ausprobieren. Egal zu welchem Thema, es bringt Erfolg. Ich selbst habe für mich auch eins gemacht. Und ich bin so glücklich darüber. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch herzlich bei mir auf meinem Kanal. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema. Und zwar, ich werde ganz oft gefragt, woran erkenne ich, ob mein Partner oder ich Blockierungen haben? 2021. Blockierung in der Partnerschaft. Ein so wichtiges Thema. Damals wie auch heute sind Blockierungen der Hauptgrund für Trennungen bei Paaren. Es folgen Enttäuschungen, Streitigkeiten, Rückzug und dann das Aus. Hätte man vorher die Blockierung gelöst, käme das Aus gar nicht. Meistens kommen die Kunden erst, wenn die Trennung schon da ist und dann muss man meistens viel mehr dran arbeiten, weil man von Grund auf aufbauen muss. Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Thema gute, richtige und starke Affirmationen. 2022. Affirmationen, egal ob in Meditation eingebaut oder mehrmals am Tag gesprochen, finde ich so, so hilfreich und wirksam. Wer Dr. Joseph Murphy kennt oder Kurt Tepperwein, weiß, wovon ich spreche. Zwei Autoren, die mich mit ihren Büchern seit mehr als 20 Jahren begleiten. Kurt Tepperwein
ist übrigens auch hier auf YouTube vertreten. Ihr findet seinen Link in der Beschreibung. Dr. Murphy ist leider schon 1981 im Alter von 85 Jahren verstorben, aber seine Bücher gibt es immer noch bei Amazon. Mein Lieblingsbuch von ihm ist Die Macht ihres Unterbewusstseins. Ein tolles Buch. Der Spiegel, das Tor zur geistigen Welt oder auch das Tor und Portal für die Geisterwelt. Um den Spiegel reihen sich viele Geschichten, aber auch wahre Begebenheiten. Einige sagen, ein Spiegel ist gefährlich und andere nutzen das Portal, um Ziele zu erreichen. Eine Legende besagt, wenn man dreimal Bloody Mary in den Spiegel ruft, erscheint wohl diese bekannte Spukgestalt. Das ist natürlich Blödsinn. Vielmehr kann man anhand von Spiegelmagie sehr erfolgreiche Rituale zelebrieren. Wer die Magie mit dem Spiegel beherrscht, bleibt einfach dran und kann in wundervoller Weise Rituale zelebrieren und wirken. Hinter dem Spiegel kann man Welten betreten, die im Hier nicht sichtbar und nicht erreichbar sind. Es öffnet sich ein Tor und du kannst wählen, welchen Pfad du betreten möchtest. Vielen Menschen ist der Spiegel unheimlich und es ranken sich viele Horrorgeschichten um ihn. Aber für mich ist er ein Werkzeug und ein Tor für meine Arbeit. Hallo ihr Lieben, heute habe ich was ganz Besonderes für euch, nämlich ein altes Ritual aus dem Schattenbuch meiner Oma. Ich habe wie so oft darin rumgeblättert und dieses Ritual gefunden, das ich selbst oft verwende. Wenn also Blockaden fest sitzen und ihr mit eurer Liebesmagie einfach nicht weiterkommt, dann ist dieses Ritual einfach super. 2024. Ach ja, das Schattenbuch meiner Barker. Ich liebe es. Immer wenn ich es aufschlage, fühle ich ihre Nähe. Ein altes Buch voller Zauber, ihrer Träume und ihren Erinnerungen. So viele Rituale, Räucherungen und Rezepturen, die sie immer mit kleinen Dingen vermerkt hat. Zum Beispiel kleine Schriftzüge oder Wirkung dauert 4 Wochen oder die Kräuterkerze hat gebrannt wie Zunder. Manchmal hat sie kleine Bildchen dazu gezeichnet oder eine getrocknete Blüte reingelegt. Wenn ich die Seiten umblätter, fühle ich Sehnsucht nach ihr. Und manchmal vermisse ich sie sehr. Und so, ihr Lieben, natürlich dürfen hier nicht die Lives fehlen. Ich habe immer so viel Spaß mit euch und die Orakelrunden sind immer ein schöner Abschluss. Das Hexenduo, also Hexe Arcania und ich, lieben es, mit euch zu plaudern. Seit 2023 gibt es uns als Duo. Und gemeinsam hatten wir viel tolle Ideen für die Lives. An der Stelle danke, meine liebe Arcania. Wir sitzen auch heute noch manchmal bis spät in die Nacht zusammen und überlegen, was könnte euch interessieren oder was wäre lustig. Wir schauen jedes Live nochmal an und schauen ganz genau hin, ob wir auch locker genug waren oder ob wir mit uns zufrieden sein können. Haben wir eure Fragen überlesen oder lief alles glatt? Wir gehen oft richtig streng mit uns ins Gericht und sagen uns, was nicht gepasst hat. Gerade bei den Lives wollen wir euch viel mitgeben. Vielleicht, nein hoffentlich, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und euch helfen, wenn ihr Hilfe braucht.
Akanias Orakelkarten. Das Live hat so Spaß gemacht und das Live mit Kollege Mitspo war einfach super. Er ist mit seinem schamanischen Wissen und seiner Herzlichkeit eine große Bereicherung. Ich freue mich auf viele weitere Lives mit euch und wir werden noch einige andere Spezialisten vorstellen. Ihr dürft also gespannt sein auf Top-Kartenleger, Heiler und vieles mehr. Ich plane einen weiteren Kanal auf YouTube, bei dem ich Karten legen werde. Also ein reiner Orakelkanal. Ich hoffe, dass ihr auch daran Interesse habt. Das Hexenstüberl sagt Dankeschön fürs Anschauen, für euer Interesse. Und eure vielen lieben Kommentare der letzten 10 Jahre. Ich drücke euch ganz, ganz lieb und freue mich auf weitere Jahre mit euch. Tschüss, eure Theresia.